Am Wochenende kam es auf dem roten Teppich der aktuellen Filmfestspiele von Cannes zu einer bemerkenswerten Aktion für mehr Gleichberechtigung. 82 Frauen stellten sich auf die Stufen vor den Festivalpavillon. Denn seit dem ersten Filmfestival in Cannes im Jahr 1946 stammten nur 82 Filme im Wettbewerb von Frauen. Und das gegenüber 1688 Beiträgen von männlichen Kollegen. Die Australierin Kate Blanchett, die in diesem Jahr den Juryvorsitz des 71. Filmfestivals innehat, betonte dabei jedoch, dass es ihr um mehr als nur die Filmbranche gehe. Wir sind Autoren, Produzenten, Regisseure, Schauspielerinnen, Kamerafrauen, Agenten, Redakteurinnen und Verkäuferinnen. Und wir alle sind in der Filmbranche involviert, aber wir stehen hier heute solidarisch mit den Frauen aller Branchen. Der Protest ging auf das französische Kollektiv gegen Ungleichheit und die Stiftung Time is Up gegen sexuelle Belästigung zurück. Und das Filmfestival in Cannes läuft noch bis zum 19. Mai.